Ich habe sogar geduscht, Leute. Wenn der Drucker einen überfordert. Solange es nicht zu sehr weh tut. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Bett. Da ist Hella. Sie bringt mir gerade ein Glas Wasser. Tu mal ein Bänderriss. Spoiler. Um ich alles ein weg vorwegzunehmen. Hella hat alles vorweggenommen. In einer Woche ist die Hella Gabbard Show. Und was habe ich so für Acts geplant? Rennen. Viel Rennen. Ich sollte viel rennen, einen Backflip oder zwei Backflips sogar machen. Und mit Mattes, die ganze Show rennst du ja die ganze Zeit eigentlich mit den Ponys. Bei Mattes Show sollte ich auch noch ein Rückwärtssalto machen. Und jetzt eine Woche vorher habe ich mir beim Fußball, wurde ich gefoult und habe mir das Band gerissen. Ist das dein Ernst? Dann waren Hella und ich jetzt in der Notaufnahme. Die haben das dann nochmal bestätigt. Haben mir diese tolle Schiene gegeben, diese Krücken, meine besten Freunde ab jetzt. Und ich liege jetzt seit 48 Stunden im Bett und mache gar nichts. Ja, und ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach mal die letzten Tage bis zur Show mit. Ich weiß selber nicht, wie sich das alles entwickelt, wie ich da mitmachen kann, ob ich dann mit Krücken mitmache oder gar nicht oder was auch immer. Einen schlechteren Zeitpunkt hätte es fast gar nicht geben können. Also Pferdecamp wäre wahrscheinlich noch schlechter gewesen, aber die Show ist wirklich sehr, sehr bitter, weil ich viel dafür geübt habe. 3000 Jahre später habe ich es endlich mal aus dem Bett rausgeschafft. Bin jetzt hier zu meinen Krücken gehumpelt. Ich habe sogar geduscht, Leute. Ich habe geduscht auf einem Bein. Ich hatte richtig Schiss auszurutschen. Habe schon extra das Handy direkt neben die Dusche gelegt, weil ich so dachte, wenn ich ausrutsche, damit ich irgendwie jemanden anrufen kann. Weil Hella ist unterwegs, ja. Und jetzt haben wir eine Besprechung mit den ganzen Helfern für die Show. Dafür muss ich nochmal eben ins Büro fahren. Erstmal muss ich mir meine Schiene wieder anziehen, weil ich die ausgezogen habe, Leute. Also wenn ihr nicht gerne Füße seht, dann skippt jetzt lieber mal ein bisschen vor. Ich will euch einmal zeigen, wie dick er ist. Also das hier ist der dicke Fuß. So sieht's von der Seite aus. Nicht so schön, Leute. Ich muss eigentlich mal zum Vergleich meinen anderen Fuß zeigen. Super toll. Jetzt muss ich mir die Schiene wieder anziehen und dann ins Büro fahren, was ausdrucken. Ab ins Büro, erstmal die Treppe hoch. Es dauert einfach alles 10 Minuten länger, ey. Oh, es ist anstrengend. Und dann ist es heute auch noch so heiß. Oh. Alright, da muss ich jetzt eben ein paar Blätter ausdrucken für die Besprechung. Pizza abholen für die ganzen Helfer und dann zum Stall. Es dauert einfach Stunden, diesen Regieplan auszudrucken, weil ich den irgendwie für 16 Leute ausdrucke und der 4 Seiten ist. Das ist so viel. Und jetzt, was steht hier? Papier einlegen und OK drücken. Aha, jetzt muss ich hier auch noch Papier einlegen. Habe ich noch nie nachgefüllt, ehrlich gesagt. Also so oft drucken wir hier nicht Sachen. Und weiter geht's. In 4 Minuten ist halt Treffen und das Drucken nimmt kein Ende. Pünktlich wird das nicht. Oha, mir fällt gerade auf. Man braucht eine Lupe, um das hier zu lesen. Ist ja so mini klein. Hier stehen ganz genau die Zeiten drauf. Um 14.34 Uhr soll die Pferdecam-Challenge anfangen. 14.41 Uhr soll sie beendet sein, also genau 7 Minuten. Der Moderator erklärt die Challenge, Pantomime oder erklären, Teilnehmer ziehen Begriff von Moderator, die anderen stehen bei den Buzzern. Akteure: Moderator, Hella, Anja, Selina, Mattes, Lena, Julia, Tom. Helfer, René, Patrick, Jakob, bringen Buzzer rein. Dann wird ein Video eingeblendet und eine Live-Übertragung während der Challenge. Wir brauchen ein handgehaltenes Mikrofon, spannungsaufbauende Musik und eventuell Speed to Drive, Don't Stop Me Now, The Final Countdown. Man muss sogar das Licht angeben. Wir brauchen hier ein Grundlicht. Da seht ihr mal, wie ausführlich man so einen Regieplan planen muss. Was ist jetzt schon wieder los? Papierstau. Oh nein, ey, was ist das hier? Also ich glaube, ich habe das Papier nicht richtig reingelegt, weil jetzt fängt er hier ganz wild an zu drucken. Nimmt schon 2 Seiten raus und druckt dann die erste Hälfte darauf und die zweite Hälfte darauf. Was soll das denn? Oh, hier auch schon wieder. Hat er einfach 2 Seiten mitgenommen und zieht jetzt beide wieder ein. Was passiert hier? Wenn der Drucker einen überfordert. Hallo! Wir sind jetzt im Stall, hier sind die ganzen Helfer. Und ein Riesenstück Pizza. Und da ist Mattes. Oh, hallo! Die Besprechung ist durch und unsere Kutschfahrt hier auch. Wir haben eine kleine Runde gedreht. Und ich mit meinem Fuß und meiner Krücke hier. Schön war's, schön war's. Die Ponys haben richtig gut gemacht. Haben schon ein geiles Gespann, muss man sagen. Ja, zum ersten Mal, dass Mattes mit seiner, oder mit Hellas Kutsche hier fährt. Ja, ist super, die Kutsche. Ein neuer Tag ist angebrochen und ich kämpfe mich voran. Ich laufe jetzt schon ohne Krücken die Treppe runter. Ich bin selber überrascht von mir. Aber solange ich meinen Fuß nicht drehe, tut es gerade nicht so doll weh. Also, mir wurde gesagt, ich soll alles schon wieder machen, solange es nicht zu sehr weh tut. Das trägt zur Heilung bei. Neuer Tag, neues Update. So, Leute, sieht mein Fuß aus. Ich weiß nicht, ob man es erkennen konnte oder ob man es erkennen wollte. Wie ihr seht, bin ich in der Bahn und zwar in Köln.
Ja, ich habe es mit dem Zug bis nach Köln geschafft, die ganze Zeit meinen Fuß hochgelegt und versucht, nicht so viel zu bewegen, aber es wird jeden Tag besser, muss ich sagen. Er ist noch sehr angeschwollen und blau, aber es wird besser. Ja, ich bin jedenfalls heute auf so einem Event hier eingeladen, mit Mick Schumacher, dem Sohn von Michael Schumacher, Kart zu fahren. Da kann ich jetzt leider nicht antreten. Richtig, richtig schade. Deshalb wird ein Freund für mich antreten an der Kartbahn gegen Mick Schumacher, aber ich werde zugucken. Ich mache hier schon so Übungen, Kreise drehen. Das hat mir mein Physio gesagt. Und da seht ihr ihn auch schon, Mick Schumacher bei seinem eigenen Kartrennen, Micks Kart Race. Und für mich angetreten ist niemand Geringeres als der Moderator von der Hella Gabbert Show, und zwar Hendrik Gottschalk. Und da seht ihr ihn auch schon, wie er seine Aufwärmrunden dreht. Er hatte richtig Bock an dem Tag und wollte eigentlich auch schneller fahren, wie man da sieht. Und ja, bevor es richtig um die Wurst ging, gab es noch ein kleines Briefing. Wie siehst du deine Chance? Ja! Der Markus gibt, der holt das Ding noch. Guck mal, von außen, jetzt ihn! Welcher Platz ist er gerade? Ne? Relativ weit hinten, aber der holt gerade Stück für Stück auf. Und hier ist Mick. Mick ist Erster. Komm mal gut! Gib gut! Und noch eben ein schnelles Interview geben, bevor dann der Boxenwechsel anstand. Und zwar, oder der Fahrerwechsel eher gesagt, ist Hendrik Gottschalk dann ins Kart gestiegen und wollte das Feld von hinten aufräumen. Hier seht ihr ihn, wie er ganz schnell losfahren will. Und hier noch eine coole Slow-Mo-Aufnahme. Wow, und der Jubel. Aber am Ende hat es dann leider doch nicht gereicht fürs Podium. Mick Schumacher hat natürlich sein eigenes Kart-Race gewonnen. Und hier hört ihr jetzt nochmal das Statement von Hendrik. Wie war's? Also ich muss sagen, geile Erfahrung, hat richtig Spaß gemacht. Markus aber am Anfang ein paar Probleme gehabt, nachher hat er sich gut reingesteigert. Der hat dann 8 übergeben und ich glaube, es ist jetzt Platz 5 oder 6 geworden. Ich hatte ein gutes Duell auf der Straße, habe viel gelernt, viel Spaß gehabt, viel geflucht. Aber am Ende hat der Sport gewonnen. Stark, danke.